Aufgabe ist auch etwas, was ich noch nie gemacht habe, ehrlich gesagt. Das heißt, es ist auch ein Lernprozess wieder. So ein Feld umwidmen. Noch nie gemacht? Nein. Ich hab schon ein paar Mal, was ihr so Felder zusammenkriegt, das größer wird oder so. Oh, ihr blockieren sich die gegenseitig. Ich nicht. Aber da steht nur Curseplay wird blockiert. Der Baum steckt. Ah, okay. Zählt. Immer der Baum. Aber ich habe öfters immer schon so Felder zusammengelegt oder so, wenn zwei nebeneinander waren oder vergrößert. Ich kann mich erinnern, dass man das mit einem Pflug gemacht hat. Okay. Aber wir haben ja extra die Mod jetzt, damit müssen wir einen Gruber machen. Noch immer. Ja, stimmt. Ist ja schon wieder blockiert. Und auch die Ballen jetzt. Und vielleicht sollte man wirklich zuerst mähen und dann losschicken. Ja, ist glaube ich besser. Und dann den gleichen Traktor halt oder so wie auch ja. Immer losschicken. Dann hole ich mir den an gleich. Brauche ich dann. Länger da. Gut, den kannst du auch mit dem Oldtimer holen. Welche? Sind alle jetzt in Benutzung. So aktiv, dass sie fahren? Nein, nicht aktiv, dass sie fahren, aber der andere fährt ja dann auch nicht. Dann kann ich gleich den nehmen. Ja, stimmt. Und der eine steht im Wald und der andere steht beim Wasser. Aber das ist eh zu nah. Durchfahren kann man ja da auch nicht dann. Was ist zu nah? Das Feld ans Feld. Aber es gibt doch solche Felder, wo es nur eine Spur gibt. Ja, aber du musst ja auch rechnen, wir wollen ja nicht nur fahren, sondern auch ein bisschen ausschwenken mit Mähdrescher oder so dann. Ich meine, wir können es auch so eng machen. Aber was will man? Verstehst du, mein Mann? Ja, na weißt du, das ist jetzt alles ein Lernprozess. Man, es ist okay, wir können es doch so lassen. Also gut, wie soll ich es jetzt noch ausbessern? Ja, ausbessern müssen wir sowieso, weil es verbunden ist. Na, 55 nicht. Achso, ich dachte, du hast es verbunden, weil du gesagt hast, du bist dran. Mit 45, glaube ich, ist ein bisschen... Achso, ja, dann müssen wir es. Weil es ist dann verbunden, die zwei Felder. Also egal welchen Kurs du dort machst, sie werden immer als 1 gezählt dann. Das verbunden ist. Was soll man? Was muss ich denn machen beim Landschaftsbau? Eine Wiese oder so dazwischen zeichnen bitte.
Ah, okay. Aber das ist eh nicht verbunden. Habe ich nicht? Also einfach kontrollieren, wenn du wieder einen Kurs machst. Gut, ich erstelle ja das Feld erst. Ja, aber du hast schon eine Runde gezeichnet, das heißt, er erkennt ja Ja. das Feld schon als Runde. So. Ah, okay, und das heißt, ich bin da jetzt doch noch in Feld 55 drin. Aber ja, wir müssen im Landschaftstool die Straßen dann auch machen. Sonst erkennen wir ja nicht, dass das eine Straße oder eine Wiese oder Ja, stimmt. Feld ist. Das kostet dann auch Geld, oder? Sicher kostet es Geld. Alles kostet Geld, was wir auf der Karte machen. Ganz anders. Bitte? Ach, das ist ganz anders. Was machst du anders? Und lecker. Bitte? Lecker ich so ab. Was meinst du, legst gleich so ab? Ich leer gleich so ab. So. Du verkaufst das, oder was? Ja, was ist sonst machen damit? Gut, wir könnten schauen, wann der Preis gut ist. Aber ja, es stimmt. Verkauf's gleich. Ja gut, der Anhänger wird irgendwann voll sein. Ja, stimmt. Das war links, oder? Später nämlich wirklich einen Großtrakt oder so haben, dann geht das ja mit den Feldern dann auch einfacher. Das stimmt. Ein Wender. Dann kaufst du einfach an. Ein, was ist das Größte? Ich glaube, 16 Meter ist das Größte. Was? Schamegge. Egge. Eige. Ja, stimmt. Dann geht was weiter. Das ist das Einzige, was du nicht den Helfer machen lassen kannst. Die Felder da meinst. Erstellen. Geht halt jetzt oder hin, finde ich. Jetzt haben wir das zweite Feld, dann machen wir das dritte Feld schon oder vielleicht sogar ein viertes. Nebenbei können die durchpressen. Wir müssen uns halt entscheiden, was wir dann auf das andere Feld machen. Ja. Ob wir da aus einem Grasfeld machen oder was anbauen oder. Wenn wir ein Grasfeld machen, dann könntest du es theoretisch verbinden.
Dann wäre es auch nicht so vom Fußball, wenn es Fußball über Gras kannst du eh drüber fahren. So, Mann. Hast du ein erstes Probefeld gehabt, was eigentlich hier wurscht ist, wie es ausschaut? Du meinst das jetzt, was ich jetzt mache? Ja. Das Grasfeld ist ja gleich daneben. Na gut, das ist jetzt nicht verbunden. Ja eh, aber wenn du das Grasfeld machen willst, dann kannst du es verbinden. Nein, ich meinte jetzt das 45er. Eigentlich. Achso, ob das Gras. Oder wie? Oder, genau, was wir dort anbauen. Achso. Keine Ahnung, auch irgendwas. Weiß nur übrigens. Ich würde ja theoretisch sagen, dass wir Gras in die Richtung weitermachen, dann 53, 52, 51. Mhm. Wenn diese eine Ecke komplett mit Gras dann haben, weißt du. Da egal machen, was wir wollen, können eine Menge machen dort dann. Das könnte man dann verbinden. Soll er helfen? Ja, meine ich ja. So 53, 54, 52, 51. Alles zusammenlegen. Ja, 52, 51, 53, 54. Ja. Was zwei Grasfelder sind. Dass das quasi ein Big Feld ist. Zwei, nochmal. 53 und 54 und 52 und 51. Ja. Ja, dann ist aber nicht ein Big Feld, dann sind es zwei. Nein, ich dachte, du willst alles verbinden. Nein, das, ja, dann ist blöd, weil dann, wenn du brauchst Ballen oder Heu oder so, dann. Aber ja, dann haben wir einen Test, wie das läuft mit so großen Feldern. Ja gut, da musst du nicht anbauen. Gut, wenn du nicht anbaust, kannst du aber einen Helfer nicht schicken. Ja schon, aber das ist ja dann kein Test, weil einmal dauert es sowieso, das Feld zu erstellen. Das muss man eh selber machen. Das meine ich. Aber erstellen würde ich's, weil sonst kann man dort nie einen Helfer schicken. Ja, das eh. Aber du gesagt, das ist eine Probe. Ein richtiges Feld hast du ja dann im Dauerlauf. Ja. Musst du jedes Mal, das machst du einmal, das dauert halt nur 2 Stunden und das war's. Aber so hätte ich mir das gedacht, was, dann hast du so eine Grasecke und den Rest kannst du dann bewachsen mit was weiß ich was und zwischendurch vielleicht mal so Grasflächen lassen. Mhm. Ja. Jetzt können wir halt schon wirklich dann Richtung Landwirtschaft gehen, so auch. Mit verschiedenen Sorten nämlich auch. Ja, weil wenn ich sage, wir machen als nächstes vielleicht wirklich dieses zweite Silagefeld dann. Also was wir verbinden. Und dann haben wir eine fixe, gute Einnahmequelle. Dann sage ich 200.000, 300.000. Ja. Du meinst, wenn wir jetzt dann das 53er dazu nehmen zum Beispiel. Genau. Und dann können wir schon drüben eine Produktion bauen und dann können wir schon mal eine Mühle bauen. Achso. Achso, ich dachte, du meinst jetzt Biogasanlage. Ja, könnte man theoretisch, aber es ist wieder teuer. Extremst. Ja. Musst du es wieder sparen. Wir haben jetzt Mühle für Getreide dann eben. Genau, weil wir dann schon 3 Felder haben. Aha. Nein, wieso 3? Ja, du brauchst jetzt da Hafer, Weizen und dann auf 45. Stimmt. Für mich ist das irgendwie ein Feld, aber ja, das stimmt. Wenn man es so anfällt. Nein, das 55 ist für mich ein Feld, egal jetzt ob zwei verschiedene. Ja, aber dann müsstest du es verbinden. Nein, eh nicht, aber weißt du, so vom Denken her. Ich weiß, es sind 2 Felder, wir haben 55 quasi in 55.1 und Punkt 2 geteilt. Aber, ja. Wieder ein Baum. Jetzt, wenn wir dann langsam wirklich mit Helfer arbeiten müssen, weil sonst. Ja. Fangt dann die Koordinierungsarbeit eben an.
Übrigens, wenn blockiert steht, blockieren sie nicht gegenseitig, sondern ein Ball rollt immer vor den Ballenwagen. Ah, okay. Das war jetzt nämlich schon das zweite Mal. Geht jetzt was weiter. Ja. Das Feld ist auch gleich fertig. Aber weil du sagst, wegen die... die Oldtimer-Mähdrescher. Ja. Wir haben auch einen Oldtimer-Mähdrescher. Den wir jetzt haben, oder was? Ja. Wieso? Ja, was zählst du jetzt so als Oldtimer? Ja, dass die wirklich alt ausschauen auch. So meine ich das. Oder ich sag, der ist ja auch schon aus den 90er, was du meinst? Oder wir sagen eben doch nicht Produktionen, fahren wirklich auf alle Stelle, dass wir das wirklich mal haben, dann also Produktion, Ausbau. Dass wir auch mit den tierischen Produkten arbeiten können. Meine Bäckerei wird zum Beispiel auch gut abwerfen, sage ich mal. Aber ja, können wir Tiere auch machen. Achso, das würde, weil jetzt fehlen, bei Schweine würde ich sowieso erst ganz, ganz zum Schluss machen. Mhm. Weil die brauchen ja was, die Wurzelfrüchte und alles mögliche. Das würde ich dann, wenn wir Silo haben oder so, machen erst. Kühe sind halt auch teuer. Kühe sind halt von der Anschaffung teuer, aber wir könnten halt alles, wir haben alles dann. Über 100% Effektivität halt dann haben. Wir hätten das Silage, wir hätten das Stroh. Hast du schon gemacht? Ja. Aber das Lustige ist, die rollen alle da runter, die Ballen. Das heißt, wir haben dann beim Einsammeln nicht so, so schwer. Da müssen wir uns halt auch einen Platz suchen, wo wir sie sammeln. Das stimmt. Wenn du da unten fertig bist, dann kannst du kurz raufkommen, dann zeige ich dir noch einen Raumschiff. Ja. Weil ich immer dachte, ich mache dir jetzt da gleich weg, auch. Ja, sehr gute Idee. Aber jetzt sieht man alles noch schön. Ich bin mir sicher, ich übersehe eh wieder irgendwo ein oder zwei, aber...
lustig, da sind auch immer so Vögel und so schwarze Punkte, da denke ich mir auch immer, das sind Baumstämme von der Weite. Weil du wirklich immer. Was denn? Habe ich mir jetzt so denkt, was wir alles jetzt an Arbeit hätten. Zu viel. Also Stroh pressen, Feld machen, noch ein Feld machen. Ja, jetzt läuft's. Jetzt machen wir halt weniger Kohle, wenn wir mehr zu tun haben und nicht auf Vorsprung angewiesen sind, sag ich mal. Na gut, weniger Kohle macht man nicht. So. Halt schon gleich viel Kohle, aber halt spielerisch bisschen länger. Es ist ja mehr Kohle eigentlich. Bin da. Ja? Wo bist du? Wo soll ich hin? Weiß nicht. Du hast gesagt, bin da. Na, du hast gesagt, ich soll wegen den Stamm schauen. Ach so! Ganz, ganz oben, dort wo bei den Bienen ungefähr. Dort bei den Bienen? Gleich in der ersten Reihe nämlich. Dort wo meine erste Spur zum Bienen geht. Ich glaube kurz vor den Bienen ist es aber. Ah, sehe ich schon. Bin mir sicher, das sind noch irgendwo welche, aber... Ich glaube, wir brauchen aber auch einen Traktor irgendwann. Für? Arbeiten? Ja, schon, aber was für Größe oder was meinst du jetzt? Naja, zum Beispiel jetzt, dass schon einer wieder auch hinten nachpressen könnte. Als Beispiel jetzt. Gut, ich könnte jetzt zum Pressen anfangen, weil das Ansehen geht sich hin immer aus. Du passt. Aber ja, du hast recht, weil das Ansehen könnte man jetzt auch einen Helfer geben, zum Beispiel. Oder so, ja. Bei einem 93.000 wird es halt leider kein Traktor geben. Ja, geben wir schon irgendwas. Aber jetzt ist hier einer frei, zum Beispiel. Ja, weil ich nicht sehe. Nein, es ist einer frei. Ah, der ist schon fertig. Also scheiße, die Maschine fährt ja gerade. Gut, da muss ich den nehmen. Wo ich stehen bleibe. Ich glaube, da müssen wir uns über kurz oder lang auch eine zweite Ballmaschine überlegen. Wir haben eh eine zweite. Nein, ich meine so eine Stop and Go vielleicht. Noch eine zweite. Also die nicht stehen bleibt. Ja gut, irgendwann brauchen wir Stroh eh selber, weißt du mal. Und dann werden große Ballen gescheiter zum Lagern. Ja. So, ich weiß nicht, ob sich jetzt eine zweite lohnt, weißt du mal. Wir brauchen die ja nur für die Silagefelder. Quaderballen könnte man sich überlegen, halt für Stroh. Mhm. Das stimmt. Bam, Rapici in der nächsten Runde. Machen es vielleicht gescheiter. 2-0. Halt auch der einfache Gegner. Gut, das soll keine Ausrede sein. Nein, es war auch dumm gespielt dann, weil, weißt du, du schießt in der 96. 3-4. Achso? Oder beim 2-2, was ist so? Sind so dumm? Dann. Also, wenn es 2-0 steht, meine ich, dass 3-0 dann noch so dumm kriegen. Ja. Sonst wäre es 2-2. Dann ist es jetzt eh 3-4. Du bist schon wieder in der Verlängerung. Und dann lass du dir noch eins in der ganz letzten Minute kassieren. Das. Was denn? So eine Quader. Ja, wäre vorhin ein Angebot gewesen, Anne. Oh. Wieder Hexloch war. Ah, okay.
Aber so eine wäre dann vielleicht wirklich eine Geschichte. Weil die wirft ja auch nur raus. Ja. So, ja, Helfer hast du jetzt aber nicht eingeschalten, gell? Wegen was? Zum Anziehen. Nein, das geht sich ja nicht mehr aus. Ich dachte, der Auftrag wird gelöscht. Ja, du kannst ihn ja einfach so als Helfer einschicken. So, hast du jetzt noch keine Kurse setzen. Fangen wir noch nicht so viele Felder an, ist es wurscht. Aber, achso, du bist das jetzt, der da gefahren ist. Aber das recht, da geht was verloren, weil der Weg zu eng ist. Ja, jetzt fahre ich halt, weil ich kann, aber... Na gut, der Helfer wird auch nicht anders fahren, oder? Kaspi, kannst du einstellen. Er fährt nicht über die Früchte dann. Ah, okay. Das ist was er. Helfer, der ist lost. War schön. Ich hab noch einen Baumstumpf gefunden, aber über den ist er eh drüber gefahren, also kann man lassen. Wenn er drüber fährt, passt's. Aber ja. Ich würde halt jetzt keinen neuen Traktor kaufen, sondern ich würde jetzt wirklich auch schauen, kommt ein Angebot, kommt kein Angebot. Mhm. Und es geht ja noch dabei. Aber ja, das, jedes Feld, was halt jetzt dazu kommt, wird dann, man muss rechnen, einer für Silage, also den lassen wir dann mähen und dann pressen. Mhm. Einen sehen, einen grubern, zum Beispiel jetzt. Ja. Wenn das jetzt keiner von uns macht. Und dann eventuell Stroh pressen. Ja, da brauchen wir mehr als einen Traktor noch. Ich meine, kommt drauf an, der Gelbe hat ja auch ein bisschen BS, ja? Also ja, da könnte die Presse wahrscheinlich ziehen, ja. Ja. Meine, er ist halt ein Benzinschlucker, das ist der Nachteil. Wir werden uns ja auch in nächster Zeit sicher keinen anderen Drescher nehmen. Und dann können wir auch diese... Kann man mittlerweile, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob man keine schon Kurse löschen kann. Alter, wie fährt der? Kann man schon. Dann könnte man den auch abspeichern, die Kurse eben zum Pressen. Ja, der fährt so, wie du ihn angesetzt hast. Ich und schief. Nein, ja, anscheinend nicht. Sie aus? Da sieht man halt wieder, dass Steam viel mehr. Weil du hast erst am Ballen gemacht, oder? Ja. Ja. Wieder vor der Großen. Mhm. Und wie gesagt, wenn wir da nicht selber essen müssen, dann ist uns das auch wurscht. Dann verstehen wir da nicht. Wenn wir sehen, dass es Stroh pressen, dann machen wir es halt nicht, was man. Ab und zu stört mich das jetzt nicht. Ja, yeah, aber weißt du, wenn man es jetzt anders kennt, auch. Ja, aber es sind halt die kleineren Ballen, das ist halt der einzige wirkliche Nachteil. Ja. Schade, dass die nicht den größeren gibt. Was man halt dann irgendwann überlegen kann, ich habe nämlich geschaut, ein Hexer, da hast du recht, da müsste man, da gibt es aber einen Mod, habe ich schon gesehen, der auch Stroh dann aufsammeln kann. Mhm. Was du dann. Alter. Oh, entschuldige.
Dann kannst du nämlich auch im Häcksler dann das Stroh quasi in die Presse werfen. Das wären dann 150 zumindest. Ja. Das wäre dann schon immerhin. So, ja, das mache ich jetzt noch Feld unter. Ja, ich würde das wahrscheinlich hier auch nicht fertig machen können heute. Oder machen, nicht machen. Das ist immer so viel. Bitte? Das ist jetzt immer so viel, ich glaube 3 oder 4. Also vielleicht könnte es mit einem Anhänger aber bringen, das wäre nett, weil dann muss ich nicht extra nochmal. Achso, das ist Kontakt dadurch. Ja. Aber ja, jetzt glaube ich, war es das im Vorspulen. Jetzt glaube ich, wirst du immer was zu tun haben. Kann man auch als Meilenstein werten. Ist ein Meilenstein, absolut. Und wir sehen, wir sind auch jetzt schon zufrieden mit Sachen, die wir haben. Jetzt kaufen wir nicht mehr so viel an. Bin halt gespannt auch, wie viel Solarplatten dann einnehmen. Zweihundertvierzig haben es bis jetzt gebracht. Ja, dann, nachdem wir dann irgendwann so ein großes Landunternehmen sind, warte, falsche Seite gefahren damals. Ja, nachdem wir irgendwann ein großes Landunternehmen sind. Dann werden wir uns Hotels hinbauen, Alter, dass die Leute Urlaub am Riesenbauernhof feiern können. Habe ich gesehen, dass das gibt. Ja, na, das werden wir ausreizen, alles Wenn wir eine ehrlich City machen, eine Mini-City. gesagt. Metze City. Ich sage, auf der Karte können wir jetzt wirklich alles ausreizen. Dann sehen wir auch, können wir ein bisschen was probieren. Und für unsere Challenges dann, also für unsere eigene, dass wir sehen, okay, das ist so. Aber jetzt muss ich ja echt nochmal zurückfahren. Habe ich ihn euch platziert oder was? Wir gehen auf der anderen Seite. So. Ich glaube, dieser Helfer, der fährt dann trotzdem weiter nächstes Mal, oder? Und das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wenn nicht, brauchst du nur H drücken. Ja. Oder B in meinem Fall. Ja, bei mir ist auch nicht B. Also nicht H. Ach so. Aber ich dachte jetzt eben Naturhelfer H. Ja. Aber da, jetzt auf dem Feld ist zum Beispiel ein bisschen Stein, das kann man auch, hat man auch durchs Feldmachen nicht weggekriegt. Weiter. Welchen? Bei dem hier, wo wir sehen, also wo du gerade mit dem Drescher bist. Boden? Hier bei mir. Das ist vielleicht auslassen haben? Ich weiß nicht, aber. Ich konnte dort auch nichts eben Ja, vielleicht ist es nicht einmal ein Feld, was man. ansehen. Aber ich so, du hast das doch als Feld gewidmet. Aber vielleicht habe ich die Stelle auslassen beim Umdrehen oder so. Ach so, das wird zu groß zum Auslassen. Dass diese immer hinrollen, ist nervig.
Nachsehen muss mal beim normalen Helfer dann sehe ich. Ja, der lasst oben und unten aus. Ein bisschen. Wenn ich das jetzt fertig habe, dann gehe ich nochmal kurz zu unseren Viecher. Hühnerstall oder dann irgendwann ausmisten. Ah ja, stimmt, das muss man ja selber machen. Da können wir eigentlich gleich als Küken dann weghauen. Männchen. Guck da, Leute. Naja, ich weiß nicht. Weiß ja nur das Futter weg sonst. Futter schauen müssen wir auf jeden Fall. Was hast du da noch dazwischen reingeklärt? Nein, es waren noch 5000, da habe ich das letzte Mal geschaut. Hab. Ja, männlichen. Verkauft man nach Polen, dass das zu Kebabfleisch verarbeitet. Ja, aber was sehe, die Männchen nehmen ja den Platz für die Weibchen weg, die Eier legen. Ja. Und ich sag da was, jetzt wieder eine blöde Idee. Nur so fürs Verkaufen wäre so ein Überladewagen eigentlich gescheiter. Nur fürs Verkaufen, ja, aber dann kannst du es aber lagern, falls der Preis irgendwann in die Höhe geht. Ja, oder fährst durch, sammelst ein und gehst gleich in Porsche und Punkt verkaufen, dass, anstatt dass der Ballen presst damit. Was meinst du jetzt? Mach mal. Na schau, wird dann jetzt Ballen pressen? Ja, aber was hat das mit dem Überladewagen zu tun? Na, nicht Überladewagen, sondern ich meine diesen... Ladewagen. Ein Angebot, genau, Ladewagen. Das ist im Angebot. Wenn dieser Ladewagen würde... für das, was wir jetzt verwenden, zwei Arbeitsdinger sparen. Nee, einen. Ich weiß auch nicht, ob das so zeitsparend ist. Hin und her fahren. Naja, du musst dann nochmal extra kommen mit einem Traktor, mit einem Anhänger, der dir das aufladet. Du musst das einsammeln fahren, die Ballen dann. So meine ich das. Ja, das schon, aber das, was du fahrst jetzt mit der Presse, würdest du auch theoretisch fahren mit dem Ladewagen. Ja. Du bleibst eben nicht stehen. Ja, aber du musst dafür den Weg hin und wieder zurück. Hin, abladen, zurück. Ja, stimmt. Stimmt, das da recht. Und du musst ja rechnen. Ich weiß nicht, wie viel Ballen du hast. Aber wenn wir jetzt, der zum Beispiel, der ist im Angebot, der kam 44.000. Mhm. Sind? 44 Ballen. Nein, ein Ballen, also 7.500, oder? Weniger. Also Strom mache ich da jetzt 11.000 Liter, ein Ballen. Ja, dann sind das 4 Ballen. Das heißt, 4 Ballen ist ein Ladewagen. Also, ich sehe jetzt schon 5, das heißt, einmal hättest du schon fahren müssen. Ja. 6 sehe ich jetzt. Also, er hätte schon 1,5 fahren müssen. Mhm. Jetzt mag es vielleicht, weil es gleich daneben ist. Aber stell dir vor, du musst quer über die Map dann fahren. Ja, stimmt. Stimmt. 11.000 ist halt auch so geil. Ja, ich denke, das wäre dann auch fürs Gras. Large machen sie auch. Wenn das Wickeln da optimiert wäre, habe ich halt schon ewig nicht mehr probiert. Was denn? Ja, wenn man die ganz großen wickelt. So wie die jetzt. Ach so. Das könnte man mal ausprobieren, wenn wir mehr Kohle haben. Ja. Ich habe auch nicht probiert, ob der zum Beispiel wickeln kann, schon. Helfer. Mhm. Weil wenn der wickeln kann, ist das, dann kannst du dich anpressen das mit 180er. So. Gut, wie solltet ihr erkennen und aufsammeln dann andererseits? Ja, wie er es auch automatisch einsammelt. Oder wie man es erkennen? Naja,
Du tust ja die Ballen pressen und dann muss der andere ja mit einer Maschine die aufsammeln und wickeln. Und ob er das erkennt, ist die Frage. Ja, wenn er es beim Sammeln auch erkennt, dann wird er es ja auch beim Wickeln erkennen, oder? Weil die liegen ja in derselben Position. Tun sie das wirklich? Weil der Wickler fährt ja seitlich vorbei. Der Ballen wird. Ja, aber das wird er dann wissen, wenn er einen Wickler oben hat. Was du meinst? Der Ladewagen fährt aber auch seitlich vorbei. Auf dem. Das Moment. Weil das haben die auch rechts mit dieser Gabel ein. Automatische. Ob da jetzt ein Wickler oder ein Ladekabel ist, glaube ich, ist wurscht. Ja, stimmt. So, die eine Reihe mache ich noch, dann ist noch ein bisschen was, aber. Auf wieder. Wahnsinn. Die Schafe schon. Ich meine, das Mod, der Mod. Ach so. Welchen Mod hast du da eingesetzt? Du fragst mich über die Mods, wir haben sie alle gemeinsam durchgeschaut. Ja, ich weiß, aber. Ja, dass die Tiere realistischer sind, dass sie jetzt auch, wenn ein Schaf kann, zwei Kinder kriegen, nicht nur eins. Ah, das war das, okay. Dass sie mehr das richtige Futter nehmen, dass sie richtig Mist produzieren. Dass sie auch sterben können, eben. Mhm. Altersschwäche. Alter. Da zum Beispiel, wo viele Männchen schon. Das ist. Zack. Zack. Essen nur unser Fred. So, ein Männchen habe ich lassen. Mhm. Beim nächsten Durchgang lassen wir wieder eins. Jupp, dann haben wir noch einen. Schafe jetzt. Oder war das jetzt Hahn? Hahn war das. Schafe müssen wir irgendwann. Das mit der Milch halt nicht produziert, ärgert mich auch. Die Idee ist cool nämlich. Was denn? Ding. Ja. Oder haben wir auch schon gehabt. Müssen wir ja auch irgendwann wegführen oder auf Seite schaffen. So, den einen Ballen wirklich noch raus und dann war's das. Ach krass. Ja. Gleich mit denen. Kann man sich dann das kleine Mähwerk und Presse hinten dranhängen? Ja, stimmt. Oh, er hat jetzt nur die Hälfte. Was denn? Er tut jetzt die Hälfte nur ansehen, weil er da Strich in der Mitte. Ja, ich hab's gesehen, dass das. Ich lasse ihn einmal und werde dann den Rest werde ich ihn dann ansetzen von der anderen Seite. So. Dann wird es ja hoffentlich machen. Ja. $300 ist verkaufte Produkt. Mhm. Soll nur das.
Gerade aus 800 sind. Was müssen wir? Hühner füttern. 2000 drin. Achso, da steht jetzt nichts da. Haben wir ja gleich, das machen wir noch. Die letzte gute Tat. Weil dann muss ich wirklich, weil dann muss ich noch mit der Penny runter. Komm mal gleich. Was an? Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit den Paletten da. Ja, tatsächlich lagern kann. Ich bekomme da nicht die Anzeige, dass ich sie einfüllen kann. Oh, da war es jetzt kurz. Ja, Schafe müssen ein bisschen aussortieren. Na gut, Leute. Ja. Das war's. Das war's.